Ja, meine sehr geehrte Dame, meine sehr geehrte Herren, dann würde ich vielleicht mal das heutige Pressegespräch hier eröffnen. Schön, dass Sie da sind. Wie Sie sich vorstellen können, haben wir ganz wesentlich die Themen des Pandemie-Managements, die uns ja auch nicht nur Ihr Informationsinteresse stillen lassen sollen, sondern wir haben auch ein Sendeinteresse von Informationen, die wir ganz gerne loswerden wollen. Wie Sie mitbekommen haben, ist es ja auch im Landkreis Gotha so, dass die Fallzahlen eigentlich seit nun vielen Wochen sehr gleichmäßig, auch gleichmäßig dynamisch ansteigend sind, sodass wir jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv im Gesundheitsamt gearbeitet haben, mit dem Gesundheitsamt gearbeitet haben, um am Modus der Kontaktpersonennachverfolgung und am Modus der auszustellenden Quarantänebescheide zu arbeiten, weil es doch so ist, dass für das Gesundheitsamt absehbar ist, dass mit der auch in den nächsten Tagen noch weiter zu erwartenden Fallzahlenentwicklung das bisher praktizierte Verfahren von Kontaktpersonen und Fallmanagement so nicht mehr aufrechtzuerhalten sein wird. Es ist also so gewesen, dass es in den letzten anderthalb Wochen auch schon zu Situationen gekommen ist, die im Grunde dazu geführt hätten, dass wir im Fallmanagement und in der Kontaktpersonennachverfolgung die weiße Fahne zu hissen gehabt hätten. Würde ich aber vielleicht gleich nochmal im Einzelnen darstellen. Ich würde vielleicht als erstes nochmal auch darstellen, was der bisherige Modus gewesen ist und wo es jetzt zukünftig hingehen soll. Bisher ist es ja so gewesen, dass das Gesundheitsamt über unterschiedliche Kanäle positiv Befunde aus PCR-Tests erreicht haben. Also im Grunde Hauptzugangsweg ist die entsprechende Datenbank, die uns, ich weiß gar nicht, wer uns die zur Verfügung stellt, also jedenfalls die Datenbank, an die auch die jeweiligen Hausarztpraxen und alle anderen Akteure im medizinischen Bereich angeschlossen sind. Außerdem erreichen uns zum Teil auch in großer Anzahl nochmal, auch teilweise in Doppelung zur Datenbank, positiv Befunde per Fax oder per Mail. Und sehr vereinzelt ist es wohl auch schon vorgekommen, dass uns PCR-Befunde positiv per Post erreicht haben. Diese eingehenden Positivbefunde sind im Durchlauf im Gesundheitsamt so, dass sie an einer Sichtungsstelle sortiert werden, auch Doppelungen aussortiert werden sollen an dieser Stelle. Und nach der Sichtung bisher durch Kolleginnen und Kollegen aus der Kreisverwaltung, aus dem Gesundheitsamt, der Bundeswehr und zusätzliche unterstützende Kräfte abtelefoniert worden sind und auf ihre Kontaktpersonen hin befragt worden sind. Die Kontaktpersonen sind auf entsprechenden Listen geführt worden und sind ihrerseits wiederum selbst kontaktiert worden, um sie über ihre Absonderungspflichten aufzuklären. Im Nachgang sind dann aus den erhobenen Daten die erforderlichen Absonderungs- und Quarantänebescheide erstellt und versendet worden. Nun ist es so, dass wir schon beginnen, also vielleicht der Tag mit den höchsten Neuankünften sozusagen ist seit vielen Wochen immer der Mittwoch. Es ist also so, dass offensichtlich das der Zeitpunkt ist, wo die Leute nach dem Wochenende dann zum Arzt gehen, um sich testen zu lassen. Am Sonntag haben die Praxen ja in der Regel auch zu, außer die Krankenhäuser, sodass also am Mittwoch dann ein großer Schwang an Nachlauf kommt. Jeweils groß im Vergleich zu den anderen Tagen der jeweiligen Woche. Schon zum Beginn des November, also am 3.11., ist es also dazu gekommen, dass an dem Mittwoch die ersten paar Fallzahlen nicht mehr tagaktuell abgearbeitet werden konnten, was zu dem Zeitpunkt noch nicht unheimlich dramatisch gewesen ist. Bis dahin ist es also so gewesen, dass immer die Neueingänge am jeweiligen Tag auch abgearbeitet worden sind, sprich die Fälle telefonisch kontaktiert worden sind, so das möglich war, und die Kontaktpersonen selbst auch kontaktiert worden sind. Am 3.11. gab es in der Größenordnung einer niedrigeren zweistelligen Zahl, ich habe es jetzt gar nicht ganz hundertprozentig verlässlich, aber ich denke, es waren etwa 2 bis 3 Dutzend Fälle, die an dem Mittwoch nicht mehr abgearbeitet werden konnten. Jetzt könnte man die Frage aufwerfen, die paar Fälle hätte man doch noch machen können, aber es gibt natürlich immer einen Punkt, wo man irgendwann sagen muss, jetzt hören wir an der Stelle auf.
Eine Woche später, am 10.11., ist es so gewesen, dass es schon etwa 60 Fälle gewesen sind, dass sich also die Zahl der am Mittwoch nicht mehr zu erledigenden Fälle etwa verdoppelt hat. Und am 17.11. hat die Zahl der nicht mehr am 17.11., dem Mittwoch, abzuarbeitenden Fälle schon etwa 200 Fälle betragen. Diese Zahl hat sich dann in der Woche vom 17.11. weiter aufgesteigert, sodass also am Samstag, Moment, jetzt habe ich mir das falsche Datum aufgeschrieben, 17, 18, 19, am 20. Ja, am 20.11. Am Samstagmorgen 600 Fälle im Nachlauf im Gesundheitsamt vorgelegen haben. An diesem Samstag war dann die Frage, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir die weiße Fahne hissen und Kontaktpersonen Nachverfolgung einstellen oder gibt es Möglichkeiten, sich anders zu behelfen? In Abstimmung mit der Amtsärztin und dem zweiten Beigeordneten haben wir dann entschieden, die ehrenamtlichen Kräfte des Katastrophenschutzes aus dem Sanitätsbereich hier um Unterstützung zu bitten, sprich die Führungsunterstützungsgruppe und Kräfte eben aus den Katastrophenschutzeinheiten des Sanitäts- und Betreuungszüge. Die sind uns auch mit etwa 15 Kameradinnen und Kameraden zur Seite gesprungen und haben es also tatsächlich auch gemeinsam mit den Kräften des Gesundheitsamtes und aus der Kreisverwaltung und auch am Samstag mit Soldaten geschafft, diese 600 Fälle bis zum Sonntagabend abzuarbeiten, sodass wir also Sonntagabend wieder auf Null gewesen sind. Absehbar bleibt aber natürlich, in dem Moment, wo die Fallzahlen insgesamt steigen, dass wir auch an den folgenden Mittwochen wieder Situationen erleben werden, die das weiter steigern, sodass wir also mit dieser Erkenntnis von Mitte November gesagt haben, wir müssen etwas am Modus ändern, wenn wir nicht völlig den Boden unter den Füßen verlieren wollen. Deshalb haben wir in der letzten Woche sehr intensiv mit dem Gesundheitsministerium gerungen um die Frage, in welchem Modus ist denn ein veränderter Modus für Kontaktpersonen, Nachverfolgung und Ausstellung von Absonderungs- und Quarantänebescheiden denkbar. Ich hätte es tatsächlich gerne auch in der letzten Woche den Wechsel schon gehabt. Aufgrund dieses Prozesses mit dem Gesundheitsministerium mussten wir da aber nochmal ein, zwei, drei Tage unterschiedliche Runden drehen, um tatsächlich auch einen Konsens mit dem zustimmungspflichtigen Gesundheitsministerium zu bekommen, sodass wir also jetzt quasi übers Wochenende das mal geprobt haben und heute tatsächlich diesen Modus auch scharf schalten wollen. Vielleicht, um die weitere Lageentwicklung mit Bezug auf die Mitte der jeweiligen Woche auch noch weiter zu ergänzen. Also am Mittwoch vergangener Woche lagen um 13.30 Uhr 500 Neufälle vor. So, wenn wir also wissen, wir können in dem bisherigen Modus etwa 300 Fälle pro Tag abarbeiten, dann kann man sich vorstellen, wo wir am Mittwoch letzter Woche gestanden haben. Wir haben also heute Morgen einen Stand von etwa 600 unbearbeiteten Fällen im Gesundheitsamt. So, und da haben wir nicht übers Wochenende die Arbeit eingestellt. Herr Reber ist Ihnen ja auch langjährig bekannt, ist einer derjenigen gewesen, die also am Wochenende auch unterstützend im Gesundheitsamt gewesen sind. Wir haben also über die Wochenenden ja immer aus der Kreisverwaltung da auch weiter zugeführt und haben das auch am vergangenen Wochenende so weit wie möglich versucht, die Fälle abzuarbeiten. So, in der Perspektive wird es also jetzt nicht mehr so sein, dass wir jeden einzelnen neu eingegangenen positiven Fall telefonisch kontaktieren, sondern wir werden dazu übergehen, dass wir ausschließlich auf den angegebenen Telefonnummern per SMS denjenigen eine Information zukommen lassen mit dem folgenden Inhalt, dass sie nämlich zum einen positiv PCR befundet sind, zum anderen absonderungspflichtig aus der Landesverordnung sind, außerdem einen Link zur Webseite des Landkreises, auf dem ein Formular zur Kontaktpersonenerfassung hinterlegt ist. Und außerdem mit der Aufforderung, die Kontaktpersonen zu informieren. Das ist dann nämlich der zweite Punkt. Die positiv befundeten Personen werden aufgefordert, das Formular der Kontaktpersonenerfassung nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen und an das Gesundheitsamt per E-Mail zurückzusenden. Außerdem sind sie aufgerufen, ihre Kontaktpersonen über ihre Absonderungspflicht zu informieren. Und vielleicht ist es an der Stelle schon auch lohnenswert zu erwähnen, wieso können wir diese Aufgabe jetzt in die Hände von Privatpersonen legen. Zum einen ist ja aus diesem Nachlauf schon ersichtlich, dass wir es im Gesundheitsamt nicht mehr schaffen werden, auch nicht unter weiterer Personalzuführung, alle Kontaktpersonen selbst zu informieren. Wir unterstellen aber, dass
in der Regel diejenigen, die Kontaktpersonen sind. Also zuletzt haben wir uns schon nur noch darauf beschränkt, Kontaktpersonenermittlungen im familiären Umfeld zu machen. Dass also diejenigen, die Kontaktpersonen sind, dass die wissen, mit wem sie tatsächlich Kontakt hatten und dass sie auch über Kommunikationskanäle zu denjenigen verfügen, die Kontaktpersonen sind. Also ich stelle mir Fallkonstellationen vor, also ich treffe mich mit meinen Nachbarn oder mit meinen Skatkumpels zum Skatspielen und Bier trinken, dann weiß ich, mit wem ich zusammengesessen habe. Ich weiß auch, wenn ich mich irgendwo jetzt noch im Vereinsleben irgendwo treffen sollte. Ich weiß, mit wem ich unter einem Dach wohne, ich weiß, mit wem ich mich im familiären Umfeld getroffen habe, und wir unterstellen, dass wir einen Großteil in diesen Fallkonstellationen tatsächlich diese Informationen auch an uns übermittelt bekommen. Im Umkehrschluss bleibt es nämlich auch dabei, in dem Moment, wo wir jetzt die Leute angerufen haben und die uns die Kontaktdaten der Kontaktpersonen nicht benennen konnten, konnten wir diejenigen auch schon nicht darüber informieren, dass sie Kontaktpersonen sind und sich absondern müssen. Verbunden ist es auch mit der Bitte, eben uns nicht nur die Kontaktpersonen zu melden, sondern den Kontaktpersonen auch einen Hinweis zu geben, dass man selbst PCR-positiv getestet ist und deshalb die Kontaktpersonen verpflichtet sind, sich abzusondern. Das war einer der Hauptpunkte, die wir sehr intensiv mit dem Gesundheitsministerium diskutiert haben, will ich hier an der Stelle auch vielleicht kurz darstellen. Das Gesundheitsministerium hat schon gewisse Bauchschmerzen, hier hoheitliche Tätigkeit auf Zivilbevölkerung zu übertragen, wobei sie nicht ganz grundsätzlich ein Problem damit haben, weil diese Informationspflicht nach gemeinsamer Lesart tatsächlich ja auch schon aus der Landesverordnung sich ergibt. Der Dissens zum Gesundheitsministerium bestand hier darin, ob wir diese Aufgabe per Allgemeinverfügung auf die Bevölkerung übertragen können oder ob wir es beim Appell belassen müssen. Etwas gewundert habe ich mich über die Ausführungen des Ministeriums dazu, dass sie gesagt haben, naja, wenn sie die Kontaktpersonen nachverfolgen nicht mehr schaffen, müssen sie es halt lassen, aber hoheitlich per Anordnung Aufgaben auf die Zivilbevölkerung übertragen, das sei mit dem Ministerium nicht zu machen. Also wir hatten eigentlich vor, das per Allgemeinverfügung zu übertragen, um hier den Grad der Verbindlichkeit für die Bevölkerung zu erhöhen. Das war mit dem Ministerium nicht machbar, also müssen wir das weniger zu dem, was wir eigentlich vorhatten, hier in Kauf nehmen, um es am Ende trotzdem umzusetzen. Vielleicht nochmal ich mache jetzt mal den dritten Schritt. Im dritten Schritt wird dann, nachdem wir also den positiven PCR-Befund haben, in dem die persönlichen Daten ja in der Regel aufgeführt sind und die Kontaktpersonenliste haben, wird das Gesundheitsamt an die Personen, die positiv befundet sind, und an die Kontaktpersonen die erforderlichen Quarantäneanordnungen per Post auch nochmal verschicken. Hier werden wir auch sehen, dass wir also mit großer Kraft versuchen, schneller zu werden, die Bescheide zu übermitteln, obgleich die Absonderungspflicht ja nicht erst mit Zugang des Bescheides eintritt, sondern schon aus dem Faktum selbst, und das auch nicht mit einer Anordnung des Gesundheitsamtes notwendig ist, sondern sich nach der Landesverordnung eben aus dem Fakt des positiven PCR-Befunds bzw. aus dem Kontakt heraus ergibt. Ich verspreche mir davon, dass die Kontaktpersonennachverfolgung einen verlässlicheren Modus bekommt, dass wir also verlässlicher die Absonderungsbestätigungen versenden können. Schon jetzt sind wir ja in der Konstellation, in dem Moment, wo das Gesundheitsamt es nur noch leisten konnte, die Personen im häuslichen Umfeld zu informieren, sind alle die im privaten Umfeld ein Stück weit durchs Raster gefallen. Mit dem Ergebnis, dass sie beim umsichtigen Infizierten zwar auch informiert worden sind, dass die Kontaktperson positiv ist, aber eben nicht mehr automatisiert vom Gesundheitsamt einen Absonderungsnachweis bekommen haben und damit gegenüber Arbeitgebern das Problem hatten, dass sie Lohnersatzleistungen nicht bekommen haben und deshalb in einem Konflikt gewesen sind, kann ich mich denn jetzt absondern, wenn ich die Lohnersatzleistung nicht bekomme? In dem Moment, wo die Kontaktpersonen wissen, dass sie diesen Bescheid bekommen, weil sie von dem Indexfall auf der Liste benannt sind, erhoffen wir uns, dass der Grad der Quarantänisierung sich auch im Vergleich zum bisherigen Modus wieder erhöhen wird. Und die Alternative dazu wäre, am alten Modus verhaftet zu bleiben und Fallzahlen in Größenordnung nicht mehr bearbeitet zu bekommen. So, und deshalb wissen wir, dass mit diesem Modus durchaus das ein oder andere Loch gestopft wird und an anderer Stelle dadurch neue Löcher aufgehen. Aber ich bin überzeugt davon, ich glaube, wir sind auch überzeugt davon,
dass in der Summe dieser neue Modus noch ein gewisses Maß an höherer Sicherheit bietet als das, was wir im alten Modus bisher hätten leisten können. Und deshalb will ich vielleicht an dieser Information damit schließen, dass wir mehr denn je darauf angewiesen sind, dass die Bevölkerung verantwortungsbewusst handelt. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Frage, was im Moment per Landesverordnung an nichtmedizinischen Maßnahmen angeordnet ist, also Kontaktreduzierung, 2G, 3G, 2G plus, 3G plus im jeweiligen Modus, sondern wir sind auch darauf angewiesen, dass die Bevölkerung im Fall von Infektionen tatsächlich die notwendigen Kontaktpersonen informiert und diese sich auch absondern. Weil die Situation auch im Landkreis Gotha keine andere ist, das ist aber jetzt auch im Grunde mittlerweile schon eine Binse, die Situation im Landkreis Gotha ist keine andere als die, die in den überregionalen Nachrichten stattfindet. Also wenn gesagt wird, die Situation ist in Bayern und Sachsen schlimm, dann gilt das für den Landkreis Gotha auch. Und die Situation in den Krankenhäusern ist überhaupt nicht so, dass wir da irgendwie noch groß Luft zum Atmen hätten. So, und in der Summe bleibt es so, dass wir große Sorge haben, dass in den nächsten Wochen uns schwierige Zeiten bevorstehen werden. So, vielleicht auch dazu noch, weil ich damit rechne, dass die Maßnahmen, die jetzt in den letzten 10 Tagen staatlicherseits ergriffen worden sind, frühestens um den 10. Dezember werden Wirkung entfalten. Und dann sind die Fallzahlen nicht von jetzt auf gleich abgesunken, sondern sie werden im besten Fall langsam zurückgehen. Das heißt aber, dass das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser und auch die Hausarztpraxen noch eine ganze lange Zeit mit Patientenzahlen konfrontiert sein werden, die erwartbar über die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens im Landkreis Gotha hinausgehen. Und abverteilen geht eben auch nur bis zu einem gewissen Maße. Auch das sind ja Signale, die überregional zu vernehmen sind. Ja, ich glaube, damit habe ich, guck mal nach links, die Situation, denke ich, umfassend dargestellt. Ich würde vielleicht ansonsten noch 2 Sätze verlieren wollen zum Thema der Impforganisation. Da ist es ja so gewesen, dass es in der letzten Woche im Grunde zum ersten Mal eine größere Impfaktion gegeben hat, die mit nennenswerter Unterstützung und auf Initiative des Landkreises durchgeführt worden ist. Wir haben natürlich auch wahrgenommen, dass die Anzahl der anwesenden Impfwilligen dazu geführt hat, dass es auch nicht konfliktfrei über die Bühne gegangen ist. Wir müssen aber feststellen, dass 978 Personen geimpft worden sind am vergangenen Mittwoch. 978. Was nach unserem Kenntnisstand auch für die KV, die ja quasi die Durchführenden dann unterm Strich gewesen sind, eine der größten, ich weiß nicht, ob die größte, aber jedenfalls eine der größten mobilen Impfaktionen in dieser Pandemie insgesamt überhaupt gewesen sind. Wir haben in der Pipeline weitere Impfaktionen auch über das Kreisgebiet verteilt, werden aber natürlich aus der Geschichte letzte Woche unsere Lehren ziehen und ich meine auch die durch die KV organisierten Impftouren werden auch davon profitieren, von diesen Erfahrungen. Aus dem Kyffhäuserkreis hörte ich, dass zum Beispiel das Ausgeben von Marken, um die Anzahl der verfügbaren Impfdosen zu verdeutlichen und denen, die eben keine haben, direkt auch morgens ein Signal geben zu können, dass sie nicht mehr zum Zuge kommen, tatsächlich dort auch als Lehre aus unserer Impfaktion dort auch zur Anwendung kommen sollen.